heißt das denn auch, wir dürfen wieder auf die Bahn zum Skaten? Natürlich. Vorausgesetzt, die Red Sharks trainieren nicht gerade, könnt ihr sie benutzen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, willkommen. Oh, ja! Ich glaub's einfach nicht. Juliana ist wieder da. Ich gratuliere. Entschuldigen Sie bitte. Wie geht's? Alles in Ordnung? Ja, ich bedauere es, Ihr Gespräch mit denen vom Roller zu stören. Es wäre besser, wenn das gerade eben eine riesige Lüge war. Du weißt doch, Amber, dass ihr meine Lieblinge seid. Hm? Wir unterhalten uns später darüber. Diese Heimlichtuerei geht mir dermaßen auf die Nerven. Sei leise. Gruselig. Juliana, herzlichen Glückwunsch. Sie haben das sowas von verdient. Danke, danke. Hoffentlich ist das wirklich die richtige Entscheidung. Ich habe eine Frage. Seid ihr wirklich bereit, wieder auf die Bahn zu gehen? Ja. Leute, was haltet ihr von einer Runde Popcorn? Ja. Ja. Ich hoffe doch auf Kosten des Hauses. Ja! Und es gibt nur eine Erklärung. Gary ist vollkommen verrückt geworden, Leute. Ich fasse es einfach nicht, dass diese Jam & Loser unsere Bahn benutzen dürfen. Und unsere Trainerin. Fehlt nur noch, dass die beim Festival mitmachen. So sorgt er also für uns, indem er diese Verlierer auf unsere Bahn lässt. Wir müssen mit ihm reden. Denkst du, wir hätten das nicht versucht? Er hört ja nicht mal zu, er hat sie nicht mehr alle. Tja, der Grund dafür könnte sein, dass wir ihn enttäuscht haben. Nein, Ramiro, wir sind die Besten und daran wird sich auch nie etwas ändern. Das hat er sich ja nur gesagt, um Juliana zu überzeugen, dass sie uns trainiert. Ich fasse es einfach nicht, dass die wieder unsere Trainerin wird. Sie ist zwar nicht meine beste Freundin, aber sie ist megamäßig gut. Wir sollten es einfach so sehen. Im Moment ist das Beste nicht unsere Trainerin, sondern das Netz, das für Benbar brennt. Benbar. Und? Wie war der Kuss, meine Liebe? Welcher? Der im Video? Gab's noch mehr? Was habe ich verpasst? Überhaupt nichts. Das war nur wegen der Publicity.